Und Epic, Moment mal, unser ganzer Kühlschrank ist leer. Wir müssen unbedingt, nachdem wir beim Arzt heute waren, was einkaufen gehen. Bis bei unserer Katze. Ja, ich streiche Mauzi gerade. Und zwar werden wir heute unsere Blutwerte bekommen. Ja. Aber ich denke, das ist eh nur ein Routine-Eingriff, eine Routine-Sache. Da wird schon alles gut sein. Ich fühle mich auch richtig gut. Trotzdem müssen wir einmal zum Arzt und das natürlich alles abklären lassen. Blut haben wir bereits abgenommen bekommen. Und wir sind jetzt eigentlich nur wegen der Nachbesprechung dann dort und können das Ganze dann abhaken für dieses Jahr, was sehr, sehr schön ist. Und da vorne seht ihr auch schon die kleine Arztpraxis in unserem Dorf hier. Und wir müssen uns natürlich auch erstmal anmelden. Guten Morgen, Dori. Guten Morgen, Katha. Guten Morgen, Epic. Guten Morgen. Ihr seid aber pünktlich. Ja, klar. Also gar kein Problem. Wir sind ja heute da zur Blutwerte, ja, Besprechung, sag ich mal. So, dann lasst mich mal sehen. Ihr bekommt heute eure Befunde zur Blutuntersuchung. Ach, das geht ja fix. Ja, ich glaube auch. Wir haben auch noch davor ein bisschen was zu erledigen. Essen wollten wir holen. Vielleicht noch einen kleinen Ausflug oder so. Ich weiß noch nicht so ganz. Dann setzt euch gerne erstmal in das Wartezimmer. Ich rufe euch, sobald der Arzt ready ist. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hier ist das Wartezimmer und hier ist auch Thilo. Hallo. Oh, hallo. Ich mach mal hier zu. Moment mal, Thilo. Warum bist du denn hier? Oh, hey. Na, wie geht's? Ganz gut. Und selbst hast du Schmerzen oder so? Ich bin aufgeregt. Seit Tagen habe ich dolle Bauchschmerzen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Nein. Auweia. Oh, du hast bestimmt was Falsches gegessen, Thilo. Mach dir keine Sorgen. Habe ich auch schon mal. Ja, man hat immer mal wieder Bauchschmerzen, aber meistens ist es gar nichts Schlimmes oder so. Also, no worries. Naja, das wird bestimmt schon, hä? Oh, ich glaube, ihr seid dran. Stimmt. Oh, tatsächlich. Dori, wir sind dran. So, der Arzt ist ready. Ihr könnt gerne beide hoch. Perfekt. Dann gucken wir mal an, wie unsere Blutwerte sind. Vielleicht müsste ich ein bisschen mehr Vitamine essen. Ich weiß es nicht so. Ich müsste ein bisschen Hallo! Mehr Kuchen essen. Mehr Kuchen? Ja. Na, das bezweifle ich. Hallo, guten Morgen, Herr Doktor. Hallo. So, Epic und Katana, alles klar. Uns geht's wunderbar. Wir haben, ja, einen wunderschönen Morgen gehabt eigentlich. Ich hoffe, Ihnen geht's auch gut. Super, ihr seid ja hier wegen euren Blutergebnissen. Lasst mich mal kurz schauen. Ja. Gerne. Ich glaube, er hat die Blutergebnisse sogar in der Hand. Ich bin so gespannt, was rauskommt. Oh. Epic. Ja? Er sagt, oh. Oh, oh. Was heißt, oh? Oh, gut. Sehr oh, gut. Ja, ja. Ich muss das kurz prüfen. Ja. Er ist bestimmt geblendet von unseren guten Blutwerten. Ja, bestimmt. Unsere Ernährung ist auch eigentlich ganz gut. Ja. ihr seid krank. Sehr krank. Hä? Jeder Blutwert ist komplett im Keller. Das Beide? Sieht aus, als könntet ihr keine Minute weiterleben. Warte mal. Herr Doktor, was soll das denn bedeuten? Wie unsere Blutwerte? Mir geht's super, Epic. Mir geht's dir geht's auch doch super. Auch super, oder? Warte mal. Uns, wir sind krank? Oh, oh. Hä? Ich kann euch so nicht mehr als 24 Stunden geben. Das ist, ich habe sowas noch nie gesehen. Nur noch einen Tag? Wie? Will er uns gerade sagen, wir haben nur noch einen Tag zu leben? Was soll das denn? Damit habe ich jetzt nicht... Ist das Ihr Ernst? Aber so ist es nun mal. Es tut mir unfassbar leid. Ich denke, euer Körper wird bald aufhören zu funktionieren. Hey. Mein Beileid. Sag mal, was ist denn hier los? Epic, mir geht's gut. Oh nein, Herr Doktor. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich hatte so viel vor. Wir wollten ein Haus kaufen. Wir wollten so viel noch machen. 24 Stunden, Epic. Ich fühle mich quick lebendig. Ich auch. Obwohl so ein kleines Bauchschmerzchen habe ich schon. Vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Epic, das ist ganz und gar nicht gut. Mm-mm. Dori, wir haben ganz schlimme Nachrichten. Ja. Und alles gut, oder? Nein. Das ist gar nichts gut. Wir haben nur noch einen Tag. Unsere Blutwerte sind die schlimmsten, die der Arzt jemals gesehen hat, hat er gemeint. Was? Das ist doch ein Scherz. Moment. Das heißt, wir sehen uns heute das letzte Mal? Ja. Wir sehen alle. Wir sehen Mauzi heute das letzte Mal. Das stimmt. Ja, das stimmt anscheinend. Es tut mir so unfassbar leid. Bitte macht heute alles, was ihr noch machen wollt. Das Leben ist einfach viel zu kurz. Das stimmt. Aber Epic, ich weiß doch gar nicht, was... Ich bin doch gar nicht vorbereitet, heute alles zu machen. Wir haben ja auch schon ein bisschen später. Die Sonne steht schon... Ein Tag. Das ein stimmt. Tag, Epic.
Wir müssen einiges machen. Was wolltest du schon immer mal machen? Kater, hier. Ich wollte schon immer mir ein richtig schönes, aber vor allen Dingen auch teures Auto kaufen. Stimmt. Also eigentlich haben wir bislang immer unser Geld sehr stark gespart. Ja. Aber heute könnten wir richtig auf die, ja, richtig mal hinhauen alles und uns was richtig Cooles gönnen. Ein Neuwagen. Das ist dekadent. Das stimmt, das wäre cool. Das wäre nice. Moment mal. Wir können ja mal nachfragen. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn gerade? Oh nein, Epic, wir müssen auch unbedingt schauen, dass wir einen neuen Besitzer für Mauzi suchen. Stimmt, das müssen wir unbedingt auch noch schaffen in 24 Stunden. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stacks Gold. Das sollte für ein Auto reichen. Eigentlich haben wir ja immer auf ein Haus gespart, wie gesagt. Dann, was ist dein Favorite Auto? Du kannst entscheiden von mir aus. Das linke oder das rechte? Ich glaube, das linke ist sogar noch teurer. Oh, das stimmt. Ich würde hier gerne lieber das rechte Auto haben. Das 400 Gold Auto, das grüne, sieht sehr cool aus. Okay, dann machen wir das einfach. Hallo, Ross. Oh, hey, na, wie kann ich euch helfen? Wir wollen ein Auto kaufen. Ein ganz neues Auto. Ihr wollt ein Auto kaufen? Wirklich? Ihr? Also Epic und Katar? Ja, wir machen heute alles, was wir jemals machen wollten. Und wir wollen ein Auto kaufen. Ich dachte, ihr spart immer für ein größeres Haus. Naja, aber gerne. Schaut euch um. Wir haben schon eins gefunden. Das grüne hätten wir gerne. Oh, vielleicht sollten wir Geld mitnehmen. Stimmt, willst du mal 400 Gold holen? Ja. Also 400 Gold haben wir und das grüne Auto. Das soll es werden. Gute Wahl, Bar. Ja, Epic Holz. Ja. Das kannst du einmal in Ross' Kasse legen. Perfekt. 6 Stacks insgesamt plus 16, das sind genau 400 Gold. Yay! Jetzt können wir hier unser Traumwagen fahren. Das ist so nice. Perfekt, dann nehmt es euch direkt mal mit und ganz viel Spaß. Ich bin bereit. Ich würde sagen, oh mein Gott, soll ich fahren? Ich kann nicht fahren. Oh. Nein, nicht aufwachen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir hier losdüsen. Oh Gott, oh je. Okay, ganz langsam, ganz cool. Ganz vorsichtig. Sehr gut. Oh, ich habe ein bisschen was kaputt gemacht. Und hier hoch. Mein Auto! Ich habe nur noch einen Sitz und zwei Reifen. Katja. Ich habe den Motor. Hey, ich meine, das Leben ist zu kurz für uns. Wir können uns auch noch das andere kaufen. Mein Auto ist in Einzelteilen. Es tut mir so leid. Kannst du es das nächste Mal einfach fahren? Ja. Willst du das andere haben? Ich kaufe mir das andere. Das ist mir so peinlich. Du kaufst das Auto und holst es und ich überlege mir mal, Mauzi, wo könnten wir dich... Mauzi weiß ja noch gar nicht, dass wir bald nicht mehr hier bei ihr weilen werden. Wem könnten wir Mauzi geben? Am meisten sind wir hier mit Thilo befreundet. Das heißt, wir könnten vielleicht ihn mal fragen. Ich weiß nicht. Das ist eine gute Idee. Gerade das Auto kaufen? Ja, ich habe es gekauft. Sag dir, du machst das auch kaputt. Ich wette mit dir. Okay, Mauzi. Willst du mal mitkommen? Komm, Mauzi. Und Moment mal. Au. Ich höre sie hupen. Das Auto ist da. Ja, keine Ahnung. Ist nicht explodiert. Ich frage mich echt, wie ich das geschafft habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich pack's mal hier neben uns im Haus. Oh, das ist so cool. Wir haben einfach ein Auto. Du tust mir einfach weh damit. Du hast das Kennzeichen abgefahren. Guck dir das mal an. Passt an. Ach, du Jemine. Na gut. So, ich habe überlegt, wir können ja wirklich Mauzi vielleicht zu Tilo bringen. Wir müssen auch fragen, wie es ihm mit den Bauchschmerzen geht. Natürlich. Hallo, Tilo. Hey. Hey, mit meinem Bauch ist alles gut. Zum Glück. Ich werde nicht sterben. Tilo, wir werden aber sterben. Was hast du denn jetzt gemacht? Entschuldigung. Ich habe hier ein ernstes Thema und du kommst hier mit deinem großen Wagen. Du gehst unserer Katze wehtun. Ich hatte hier gerade ein ernstes Gespräch. Es war sentimental. Entschuldigung. Eieiei. Willst du vielleicht einfach mal dazukommen? Ja, kann ich machen. Oh! Tilo, das ist mir aber sehr peinlich jetzt. Wir haben jetzt hier, Entschuldigung. ja, okay, jetzt mal ernsthaft, wir werden sterben. Wir haben schlechte Blutwerte. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wartet, ihr werdet aber sterben? Ja, es klingt wie ein blöder Scherz, aber es stimmt halt wirklich. Der Arzt hat gemeint, er hat doch nie sowas Schlimmes gesehen wie bei uns. Ja, noch einen Tag Zeit. Nicht mal mehr. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch gestern erst zusammen gekocht. Wir wollten in den Urlaub.
Du musst jetzt allein in den Urlaub, Tilo. Ja, mit Mauzi. Und vor allen Dingen musst du auf Mauzi aufpassen. Sie hat ja sonst gar keinen mehr. Und sie ist gerade, glaube ich, ja, bei dir hier am Reinschauen. Warte, ich kann die mal aufmachen. Oh nee, passt nicht. Naja, du musst auf Mauzi aufpassen. Das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh nein, Tilo ist richtig traurig. Oh nein. Oh nein. Ich weiß gar nicht, ich bin so unter Schock. Ich glaube, deswegen bin ich gar nicht so gerade so emotional. Ich kann das gar nicht verarbeiten, richtig. Natürlich passe ich auf Mauzi auf. Sie wird euch so vermissen. Ja. Ich euch auch. Oh nein, Tilo. Aber was macht ihr denn jetzt den ganzen Tag? Wir wollten alles machen, was wir jemals machen wollten. Ich habe auch gleich noch eine coole Idee. Ja, das steht an. Vielleicht können wir heute Abend noch was machen. Ich bereite was vor. Das wäre cool. Dankeschön. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Das letzte Mal. Und Epic, ich habe eine coole Idee. Oh, was denn? Also, du weißt ja, dass wir viele Sachen in unserem Leben noch nicht gemacht haben. Ja. Und dazu gehört auch eine richtig krasse Höhlenerkundung. Denn Leute, bei uns in der Nähe ist eine Höhle und man sagt, dort ist ein richtig fieses, mieses Höhlenmonster. Und Epic, ich würde sagen, wir gucken mal, ob dieser Mythos stimmt. Wir könnten uns vielleicht mal ein Schwert machen, so ein bisschen Ausrüstung, einfach um sicher zu gehen. Ja. Aber ansonsten gehen wir mal da hochklettern und gucken, ob wir das sehen, was dort immer gesagt wird. Ja, ja. So, ein halbes Outfit haben wir auch noch. Guck mal, bitteschön. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob es wirklich stimmt. Es geht zur Höhle. Ja, also da oben ist sie, wenn du sie schon siehst. Also da oben ist der Weg dahin. Wir müssen auch erstmal hochklettern, ne? Das hätte ich niemals freiwillig gemacht, würde ich wissen. Dass es morgen schon zu Ende wäre. Naja, also dass es morgen nicht schon zu Ende wäre. So, du gehst jetzt nicht mit deinem... Wir haben hier ein kleines Problem aktuell. Och, Epic. Ich stecke im Bald. Wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit. Oh, stimmt, du hast recht. Ich laufe schnell hoch zur Höhle. Schnell. Hier beginnt der Weg. Und wie du schon siehst... Also, wie gesagt, keiner hat sich jemals in diese Höhlen getraut. Mm-mm. Wir werden die Ersten sein, die da mal reinschauen. Wenn da jetzt wirklich ein Höhlenmonster ist, ja, gehen wir mal davon aus. Was denkst du, wie sieht das aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Drache? Könnte vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Wir sollten auf jeden Fall richtig doll aufpassen. Ja. Aber viel zu verlieren haben wir natürlich nicht. Und ich sehe hier, was sind das denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Pass auf, du schlägst mich einfach. Oh Gott, was sind das denn hier für kleine? Ah. Oh mein Gott, Epic, die halten richtig, richtig viel aus. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, mein Leben ist mir doch noch wichtig vielleicht. Und schau mal, die gehen uns hier richtig verfolgen. Aber ich glaube, unsere Sachen sind viel zu schlecht. Ich glaube, wir müssen uns für diesen Ausflug... Hast du überlebt? Ich bin im Wasser gelandet. Oh mein Gott. Epic, für dieses letzte Abenteuer müssen wir uns besser ausrüsten. Das stimmt. Wir geben einfach unser ganzes Geld aus. Wir kaufen uns Waffen. Was hältst du davon? Das stärkste Schwert, das es gibt. Oder so. Und krasser als so könnten wir echt niemals aussehen. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben. Wir sind jetzt pleite, offiziell. Nichts mehr ist vorhanden. Wir haben ein Auto geschrottet. Epic, wenn ich das heute Morgen meinem Ich gesagt hätte, dass ich heute Morgen... Oder generell heute ein Auto kaufen werde, mir Rüstungen kaufen werde und irgendwie in eine komische Höhle, wo so kleine Mini-Marshmallows anscheinend rumlaufen. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, wir haben einen Flammenwerfer. Ich hoffe, damit bekommen wir diese kleinen Mini-Marshmallows schön gerostet. Dann können wir die essen. Stimmt. So, okay, da sind noch weitere. Weg mit denen! Und ciao! Und ciao. Ja, wir können auf jeden Fall richtig viel damit wegschnetzeln. Der Flammenwerfer ist der Hammer. Wir dürfen uns nur nicht... Warte mal. Halte ich Flammen aus? Warte, mach mal. Halte ich nicht aus. Okay. Aber wir haben es mal ausprobiert. Du musst so gucken. Wir sollten hier natürlich auch irgendwie noch ein bisschen durchkommen. Ja. Hast du alle... Warte mal. Wer ist denn die Todesbeere? Wer ist die Todesbeere? Sind das Bären? Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Epic. Ich habe gedacht, hier ist ein... hier ist irgendwie ein Drache. Wenn das eine Beere ist, dann ist das ja ein Witz. Ich war keine Ahnung. Ich stecke hier. Ich mache hier mal ein bisschen das Feuer weg, dass wir hier mal runter können. Ja, sehr gut, sehr gut. Die Todesbeere. Also es geht hier tatsächlich weiter runter. Und hier sind... Blaubeeren. Das sind Blaubeeren. Die sehen ja lecker aus. Weg mit euch. Halten die viel aus? Nö, oder?
Boah, ich muss richtig lang hier nachladen. Tschüss. Oh, guck mal, aber die halten nicht so viel aus. Nee, die halten gar nichts eigentlich aus. Komm, wir wenn schon, denn schon, oder? Flammenwerfer. Oh, aber wir halten nicht dafür aus durch die Rüstung. Stimmt. Wow. Oh, das ist gut. Aber vielleicht sind die Blaubeeren auch einfach... Oh, wie süß die aber aussehen. Warum sind die böse? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wo ist jetzt hier die Todesbeere? Was ist da los? Okay, so, die haben wir jetzt gleich weggeschnetzelt. Ich hänge hier fest. Ich helfe. Na, hey. Oh Gott, okay, die letzten Beeren werden hier noch weggeschnetzelt. Hammer. Ich gehe noch aufhören zu brennen und anscheinend geht es... Das ist sie, Epic. Die Todesbeere. Das ist die Todesbeere? Hallo. Sieht aber lecker aus. Oh, oh mein Gott. Oh, oh. Warum ist sie so schnell? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach du Jemine. Oh, hä? Oh. Okay, aber die macht anscheinend nicht so viel Damage. Mhm. Aber, guck mal. Oh, ja, ich habe Vergiftung. Ich hoffe, ich habe keine Vergiftung. Die kriegen wir doch easy. Oh, das ist die Todeserdbeere. Ich kann die einfach anbrennen. Oh, Gott, zack. Oh, wir haben sie schon. Aua. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Forbidden Fruit, also eine verbotene Frucht. Können wir die essen? Ich habe keinen Hunger, aber ich würde sie gerne essen. Was ist da los? Okay, dann würde ich sagen, wir warten mal ab, bis wir Hunger haben. Hier war also den ganzen Tag, die ganzen Jahre eine riesen Erdbeere, die sich selber die Todeserdbeere genannt hat. Tatsächlich, die einfach gewohnt. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Und Epic, mittlerweile ist es so dunkel. Ich weiß gar nicht, ob die anderen noch wach sind. Das sind Ballons. Die sind vor zum Haus. Moment mal, alle sind gekommen. Tilo, oh mein Gott. Hey, ich habe alle nochmal zusammengetrommelt. Wir werden euch so vermissen. Wir werden euch auch so vermissen. Jo. So schön, dass ihr nochmal alle gekommen seid. So lieb von euch. Ihr solltet bald schlafen gehen. Nicht, dass sie hier noch umfallen oder so. Wir werden alle auf Mauzi aufpassen. Ich sehe schon, Epic, die Sonne geht langsam auf. Oh, wir sollten stimmt. uns echt beeilen. Oh, das stimmt. Nein, nicht, dass nein, irgendwas nein. wirklich passiert oder so. Aber davor habe ich noch eine kleine Überraschung. Moment. Warte. Wie schön. Ein Feuerwerk für uns. Das ist ja cool. Dankeschön, Tilo. Oh nein. So schön wie das Feuerwerk, so schön wart ihr auch als Menschen. Ihr habt es mehr als verdient. Epic, es wird wirklich hell. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen uns schlafen legen. Ja. Und Leute, wir werden euch nie wiedersehen. Epic, es war ein sehr schönes Leben. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie das hier endet, ne? Gute Nacht, Katja. Gute. Gute Nacht. Katja? Moment mal. Mir geht's immer noch gut. Hast du das Klopfen gehört? Es ist tatsächlich Mittag. Es ist hell. Warte mal. Was ist denn da los? Vielleicht überleben wir noch ein paar Stunden länger als gedacht. Der Doktor ist da. Vielleicht hat er ein Heilmittel oder sowas. Hey. Oh nein, Epic, er will uns bestimmt wieder was Schlechtes sagen. Vielleicht haben wir noch einen Tag länger oder so und... Oh nee, da müssen wir wieder den kompletten Tag überleben und wissen, dass wir morgen sterben werden. Ja, es ist auch tatsächlich kein Wunder, dass ihr nicht gestorben seid. Moment mal. Warum ist es kein Wunder? Herr Doktor, gibt es vielleicht irgendwie ihr werdet gar nicht sterben. Hey. Wie, wir werden nicht sterben? Sie haben gesagt, unsere Blutwerte sind die schlechtesten, die Sie jemals gesehen haben. Stimmt, was war das denn? Sie können doch nicht einfach sagen, dass wir... Wie ist das denn möglich? Das Labor hat die Werte vertauscht. Es gab einen riesigen Systemfehler. Oh nein. Das heißt, wir werden nicht sterben. Das stimmt. Das heißt, wir haben unser ganzes Geld umsonst ausgegeben. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben einen Auto im Wald jetzt. Was soll das und denn? Und ein... Moment mal, hey. Ihr könnt Anzeige erstatten. Sowas geht nicht. Es tut mir unfassbar leid. Eure Werte sind super... Was? Und jetzt? Egal, Epic, wir werden nicht mehr sterben. Das ist sehr gut. Ich wollte nie sterben. Das ist das Wichtigste. Das stimmt, uns geht's gut. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, darüber denken wir nochmal nach. Aber Epic, oh mein Gott, egal. Egal auf das Geld, auf alles. Uns geht's gut. Du das bist gesund, stimmt. Ich bin gesund. Und Epic, wir können noch ein ganz langes Leben führen. Ja. Die anderen werden sich so freuen. Und Mauzi erst. Stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.